Verdammte Axt, Alter! Ah! Here we go, Herrschaften. Top-Speed-Modus, 10 Kilogramm Sprit, Soft-Reifen ausgewählt und fertig. Ich bin die ganze Zeit nur mit Mediums gefahren. Alles klar. So, los geht's. 150 Meter Schild bremsen. Zack, zack. Und raus beschleunigen. Fünfter Gang. Sechster Gang. Drei Gänge runter. Früh raus beschleunigen. Hochschalten. Und in den achten. Langgezogene Rechtskurve. Drei Gänge runterschalten. Minimal übersteuernd. Hast die Karre verloren? Oh Mann! So, nochmal. Wieder 150 Meter Schild. Ja, Ausgang war nicht ganz perfekt. Drei Gänge runter. Früh heraus beschleunigen. Ich bin echt mal gespannt, was das für eine Rundenzeit wird. So, langgezogene Rechtskurve. Nach außen tragen lassen. Drei Gänge runter. Früh raus beschleunigen. Jeden Gang runter. Da Gang runter. Oh, schöne Runde. 1-3-1. Jawohl. Versuchen wir das mal mit 5 Kilogramm Sprit und nochmal Top Speed. Eins, zwei, sechs. Wow. Nochmal um 5 Zehntel getoppt. Sehr, sehr nice. So, dann machen wir jetzt wie folgt. 3 Kilogramm Sprit raus. Dann, dass nur noch 2 bleiben. Oder 2 Liter nur noch bleiben. Und das Ganze auch nochmal mit dem Hotlap-Modus. Let's go. So, dann wollen wir mal. Da habe ich doch glatt in den letzten beiden Zeitfahrrunden das DRS vergessen. Upsi. Weil ich wusste nicht, wo man hier DRS aktiviert, aber ja, ich habe jetzt mal an 2 Stellen gemacht, das sollte ausreichen. So, ausschalten, ansonsten würde ich abfliegen.
11606. Boah! Alter, was eine Zeit. Uiuiui. Okay, ich denke mal, mit der Zeit kann ich absolut zufrieden sein. Ja, das war spaßig. Also, endlich habe ich den letzten Sektor mal so erwischt, so wie ich ihn haben wollte. Sauber. Schön.